So, liebe Freunde, willkommen zum Angezockt von Cursor Blade. Ich habe mir das Spiel schon mal angeguckt. Und es ist relativ einfach. Also wir haben hier ein kleines Roguelike-Spiel tatsächlich, bei dem wir einfach hier mit unserem Cursor, ich sag einfach und krieg direkt was ab, Gegner zerschnetzeln müssen. Und wir kriegen Items, wenn wir immer eine Welle schaffen. Der jetzige Cursor, der hat so eine Dodge-Roll. Und man muss gar nicht drücken, man muss sich nur bewegen. Hier gibt es übrigens auf Steam. Und es wirkt jetzt erstmal relativ einfach. Was macht eigentlich unser Missile? Kann ich es nochmal nachgucken? Nein. Ist egal. Die ist da. Und dann Schaden hat sie nicht erhöht. Ich habe mir das Spiel schon mal angeguckt. Ich weiß ein bisschen was. Jetzt haben wir hier Hourglass. Nachdem wir Schaden genommen haben, halten und kriegen wir länger keinen Schaden. Wenn wir ein Herz aufsammeln, heilt das zwei Herzen. Oder ein Schild spawnt, das Projektile abwehrt. Projektile haben wir bisher noch nicht gesehen. Kommen wir noch zu. So, kann ich es jetzt nachgucken? Halt, Chance to drop a missile. Okay, es gibt wohl immer eine Chance, dass es ein Missile erscheint. Wahrscheinlich das gleiche hier wie ein... Da. Ja, wir nehmen einfach. Wir erhöhen einfach die Chance, dass wir das mal sehen. Aha. Ah. So sieht es dann aus. Okay, und die schießen. Und ich bin jetzt schon froh, dass ich uns geheilt habe. Und man kriegt hier oben Punkte und von diesen Punkten kann man sich am Ende einen Charakter kaufen. Kaktus. Spawnt einen Kaktus, der sich um den Cursor bewegt und Schaden macht. Das hier hat eine Chance, den Gegner zu verbrennen. Und es hat eine Chance, den Gegner einzufrieren. Dann nehmen wir einen Kaktus. Ja, das gefällt mir. Oh Gott, der schießt eine Rakete. Der kann das auch. Aber der kann das irgendwie besser als wir. Aber bisher ein einfaches Spiel. Ich meine, es ist ja auch nur so ein kleines Gelegenheits-Roguelike. Aber ich dachte, für ein Angezockt reicht. Blöd gesagt, genau. Okay. Ein riesiges kreiert ein Sägeblatt, das Schaden macht. Über Zeit. Ninja-Stern, der zwischen Gegnern bounced oder brannt. Die Gegner leben nicht lang genug, dass ich so einen Brandeffekt jetzt als sinnvoll sehen würde. Ich glaube, ich nehme das Shuriken. Wir haben auch nur begrenzt viele Items, ne? Oh Gott. Also schießende Gegner will ich, glaube ich, immer als erstes weg haben. Ich hätte gern noch eine höhere Chance, dass diese Kugeln kommen. Also diese Missiles, die Raketen. Oh, da sind wir wieder voll. Ah, die Ninja-Sterne sind aber auch cool. Ich glaube, wenn da richtig viele Gegner auf dem Bild sind, bringt das was. Was bist du? Man fügt allen Gegnern Schaden zu, nachdem man Schaden genommen hat und das Geschenk was zufällig ist? Nee, erhöht die... Oh, erhöht die Optionen. Ja, komm... Oh, und da kriegen wir gleich was. Was sind Geister? Chance, dass tote Geister erscheinen, die andere Gegner angreifen, wenn man jemanden gekillt hat. Und eine Chance, Gegner zu schocken. Okay. Chance, einen Laser abzuschießen, der durch Gegner durchpierst. Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Und eine Bombe. Okay, wir nehmen jetzt erstmal den Geist. Oh Gott. Ah, also die Geister sind cool. Die Geister mag ich. Die schießen auf Feinde. Selbstständig. Wir haben nur einen Slot noch, ne? Ne, dann verbessern wir erstmal das, was wir haben. Wenn ich die Kakteen verbessern, kriege ich dann mehr oder sind die dann, oder ist er dann stärker? Was kannst du? Chance, dass das Stacheln abschießt, das Stachelschwein, okay. Oder ein Toxic Sphere around you, dealing enemies in range Schaden. Oh. Ich glaube, ich will das. Ach, jetzt haben wir noch mehr Schaden in unserer Umgebung. Au. Oder wir nehmen Schaden, ist auch okay. Kann ich auch dodgen, ich benutze das irgendwie nicht. Das ist jetzt auch der erste Run, den ich damit selber mache, dementsprechend. Vielleicht lerne ich es noch. Aber ich glaube, wir sind gut dabei. Ah, da ist er. Einen weiteren Kaktus.
Ich glaube, ich will aber die Geister. Ich mag die Geister. Die schießen so schön auf andere Feinde. Das finde ich super. Musste mich denen ja eigentlich nicht mal nähern, wollte ich gerade sagen. Also langsam hätte ich gerne wieder ein Herz. Wäre das drin? Ich habe gerade ein bisschen Angst, mich denen zu nähern, ne? Kann ich bitte stärkere Geister haben? Meine Geister sind mir bisher ein bisschen zu schwach. Und mehr Herzen, wenn es geht. Aha, wir sind wieder voll. Perfekt. Easy. Bist du? Zwei Herzen mehr, da sind wieder Geister. Nee, das ist ein Geister-Sheet, okay. Animes take long and... Okay, am Anfang, es dauert länger, bis die angreifen. Das ist eigentlich ganz cool, aber ich glaube, ich will noch mehr Herzen. Und mehr Geister. Geister bleiben länger. Ja, warum nicht? Aber es erhöht nicht die Chance, dass, ja, dass Geister erscheinen. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Jetzt haben sie Schnauzbärte. Jetzt sind sie gefährlich. Irgendwann steht da einfach eine Person. Vom Selec oder so. Vom Bart her. Ich habe jetzt nichts gegen Tom Selleck. Ich habe Magnum auch gerne gekriegt. Wollte ich bloß nochmal gesagt haben. Guckt mal, was wir hier an Punkten kriegen. Da ist wieder so eine Missile. Geister bleiben noch länger. Ich glaube, wenn wir das hochleveln, irgendwann sind die einfach die ganze Zeit da. Oder noch ein Kaktus. Aber ich weiß nicht, ob ich noch einen Kaktus will. Nee, ich will noch längere Geister. Verlasse mich auf die Macht der Geister. Ja, die Geister sind super. Aber ich glaube, ich will doch noch mehr Missiles, weil die machen mehr Schaden als die Geister. Ja, da sind wieder welche. Was machst du? Ah, das erhöht die Größe. Okay. Mehr Giftgröße. Oh Gott, Pilze. Das können... Oh Gott. Jetzt geht die Bullet Hell hier erst richtig los, oder was? War das bisher nur Aufwärmprogramm? Ich hab gedacht, das wäre schon das ganze Spiel gewesen. Na gut. Wenn das jetzt erst... Na, erst Aufnahme... Aufnahmeprogramm, ja. Anfangsdings war, dann geht's jetzt halt... Dann geht Dark Souls jetzt halt erst richtig los, aber es macht Spaß. Also es ist als Gelegenheitsspiel tatsächlich relativ lustig und... Man kann es tatsächlich nur mit einer Hand an der Maus spielen. Also, wenn ihr irgendwie am Telefonieren seid und das Handy in der anderen Hand halten müsst, ihr könnt das super machen, weil ich weiß gerade nicht, was ich mit meiner linken Hand tun soll. Die klimpert hier die ganze Zeit an so einem... Ich habe hier so einen Verschluss liegen. Kennt ihr diese Clip-Verschlüsse für so Tüten? Ich habe so Clips. Nicht diese normalen, die man bei Sandwiches hat, sondern diese... Jetzt mal die Clips. Das hat sich nicht groß verändert. Wer seid ihr? Ninjas. Ja, so ein Clipverschluss habe ich hier liegen. Und ich spiele gerade mit der anderen Hand die ganze Zeit an dem Clipverschluss rum. Weil ich kann aktiv ja mit der anderen Hand nichts tun, um mir im Spiel zu helfen. Ich habe kein WASD, kein gar nichts. Das ist lustig. Ein lustiges kleines Spiel. Oh, neue Items. Wenn du stirbst, belebst du dich mit einem Herzen wieder. Okay, heilt alle deine Herzen. Das ist gut, aber noch nicht. Und macht einen Schaden mehr Slash Damage pro fehlendes Herz. Das nehmen wir. Haben wir schon zwei Schaden mehr. Ja, das hat es irgendwie nicht gebracht. Nicht die Geister. Nee, ich will, glaube ich, noch mehr von den Sternschnuppen. Die gefallen mir auch. Treffen immerhin ein bisschen was. Aber jetzt langsam wieder ein Herz. Wäre das machbar? Au. Oh ja, jetzt brauchen wir dringend ein Herz. Jetzt muss ich anfangen, echt vorsichtig zu werden. Jetzt langsam. Los, Geister, tötet sie. Ja, dieses Gift bringt es einfach nicht, weil das Gift macht zu wenig Schaden. Auch wenn es einen großen Radius hat,
Es ist einfach nicht stark genug. Also es kriegt wahrscheinlich noch einen riesen Radius, dass du einfach jeden Gegner im Spiel da drin hast. Wenn du lang genug überlebst. Ich frage mich auch, ob es einen Endboss oder sowas gibt. Oh fuck, ich bin fast tot. Mir ist jetzt gerade mal meine Combo relativ egal. Jetzt hätte ich gerne das Kuchenstück. Kann ich das nochmal haben? Ich hab einfach kein Herz. Nee, krieg kein Kuchenstück. Oh, eine höhere Chance, diese Missiles zu schießen. Oh fuck, das sind wieder die, die schießen. Scheiße. Da bin ich tot. Aber 10 Minuten überlebt ist gut. Wie viel kriege ich? 200? Ein Charakter kriegt man für 500 bis 1000. Also war schon nicht schlecht. Okay, machen wir noch. Machen wir nochmal. Kriegen wir besser hin. So, 160 Punkte. 310 sogar. Perfekt. Bin ich wieder ein Kaktus? Ich probiere mal Feuer. Das Feuer wirkt irgendwie nicht so besonders. Ich glaube, das macht ab und zu mal Damage. Das fackelt dann einen Gegner ab und er kriegt dann irgendwie nochmal 16 Bonus-Damage. Nee, der kriegt dann über Zeitschaden. Okay, es ist wirklich Zeitschaden. Zeitschaden finde ich doof. Ja, was bist du? Kurz nachdem man getroffen wird, macht man doppelten Schaden. Oder Bubble Shield. Hier 10 Sekunden wirst du kurz unverwundbar? Ja, bitte. Geistertag. Chance, dreifachen Schaden zu verteilen? Oder, ja komm, eine Spur von Feuer. Warum nicht? Wir machen jetzt mal den Feuerrun. Also, mal unverwundbar. Jetzt können wir hier einmal Schaden nehmen. Ich vermisse, dass das Herz nämlich doppelt heilen. Fällt mir alles ehrlich gesagt nicht so. So, wir nehmen den Laser, den hatten wir noch nicht. Ah, der schießt er immer in die Richtung, in die ich gerade die Maus bewegt habe? Nee, aber gerade hatte ich nicht nach oben bewegt. Der schießt immer in Richtung von einem Gegner. Okay, es hängt eine Bombe an den Feind oder die Klinge. Ich nehme mal die Klinge. Wobei, zu Feuer hätten eigentlich die Bomben gepasst. Vielleicht explodieren die dann schneller. Ist halt auch die Frage. Das ist ja so ein kleines... Das ist ein sehr großes Sägeblatt. Ist ja nur so ein kleines Spiel. Gibt es Synergien zwischen Items? Also wenn ich jetzt Item A habe, synergiert das mit... Also macht das Item B besser? So, wir frieren die ein und verbrennen die, falls das geht. Ja, das Einfrieren, das bringt es nicht wirklich, habe ich das Gefühl. Oh. Aber das mit der Feuerspur finde ich gar nicht so schlecht. Weil es im Prinzip unseren Schaden erhöht. Was war das? Das dauert länger, bis die uns angreifen. Das nehmen wir mal. Und dann erhöhe ich nochmal unseren Laser. Au. Ich bin gerade mit meinen Items super unzufrieden. Also da hat mir das erste Set besser gefallen. Nehmen wir noch die Bomben. Das Einfrieren kann aber cool sein. Okay, Einfrieren kann cool sein. Ich habe jetzt von den Bomben nicht wirklich was mitgekriegt. Okay, da hat das Feuer gut gegriffen. Ah, da war die Bombe. Okay, ich glaube, wenn man die Sägeblätter viele auf sehr engem Raum hat, dann kann man damit richtig abräumen. Ich nur eine Bombe? Nee, ich glaube, eine höhere Chance, so ein Sägeblatt zu machen. Ich glaube, das ist... Die haben halt keine so hohe Reichweite, habe ich das Gefühl. Die sind halt zu lahm dafür, um wirklich hart effektiv zu sein. Also da haben mir wirklich die Missiles und die anderen Sachen besser gefallen. Von den Lasern, ich weiß nicht.
es wird halt sehr schnell so ein Einheitsbrei hier in dem Spiel. Dementsprechend kommen die häufig, bringen die was? Das war das, oh ja, wenn man ein Herz kriegt, kriegt man zwei, das wollen wir. Und dann nehmen wir einfach noch mehr Sägeblätter. Ja, das ist doch hier das Ding. Einfach einmal durchgehen und ganz viele sägen. Ah, aber wir haben wieder ein Herz gefunden. Das habe ich nicht mal gesehen, das habe ich nur gehört. Ich habe nur das Blub gehört. Es ist theoretisch so ein kleines Quatsch- und Beschäftigungsspiel, aber irgendwie macht es Spaß. Also es macht tatsächlich Laune. Man glaubt es gar nicht, aber man braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Die Feuerspur bleibt länger. Ich glaube, das finde ich besser als die Bombe. Und auch besser als das hier. Weil mit der Feuerspur, das ist ja quasi Bonus-Damage. Und wenn ich hier einmal so über Gegner drüber gehe, und die Spur bleibt eine Weile, dann kann ich damit Gegner über längere Zeit kaputt kriegen. So, jetzt haben wir gerade ein Schutzschild. Können wir alles mal kaputt hauen. Laser oder Bomben? Das Gefrieren. Ja, ich glaube, wenn es häufiger wäre, wäre vielleicht ganz cool. Weiß ich nicht. Also da tue ich mir noch schwer bei den ganzen Statuseffekt-Sachen. Also beim Feuer auch. So. Also Feuer und Eis, da bin ich noch sehr skeptisch. Aber die Sägen und inzwischen auch die Bomben und die Laser finde ich eigentlich ganz cool. Ja, nehmen wir noch mehr Sägen. Komm, Level 4 schon. Ja, guckt euch das an. Die zersäbeln hier einfach alles. Aber so eine hohe Chance, dass diese Sägen spawnen. Scheiße, aber da sind wir wieder geheilt. War nicht voll, aber immerhin. So, was kriegen wir? Ja, der Kuchen bringt uns nichts. Hol uns mal eine Wiederbelebung. Und mehr Sägen. Ja, so sieht das nämlich aus. Ich glaube, wir sollten mehr die Laser erhöhen, weil die Klingen, die kommen nicht so weit. Aber gab 6000 Punkte in der Kombo. Es hätte noch mehr gegeben, wenn ich keinen Schaden genommen hätte. Okay. Bomben, Feuer oder Eis? Feuer fand ich jetzt nicht so geil. Nehmen wir Bomben. Wenn man ein bisschen vorsichtig ist, geht's, glaube ich. Offen und wieder geil. Ja, mehr Laser. Ich glaube, Laser sind gut. Oh Gott, was können die? Oh Gott, die schießen zurück. Die können auch Laser. Aber zum Glück gibt es so viele Herzen. Ich habe aber das Gefühl, die Laser sind nicht so stark dafür, dass sie piercen können. Das haben mir die Raketen bisher am besten gefallen. Weil das quasi Bomben waren, die ständig geschossen haben. Okay, was könnt ihr? Oh Gott. Die haben so Stachelketten. Und die halten viel aus. Okay, jetzt bringt's, glaube ich, was, Statuseffekte zu haben. Oder aus der Entfernung lasern zu können. Reduziert das Max-Leben aller Feinde. Am Anfang jeder Welle kurz mehr Schaden oder kurz doppelten Schaden. Oder wenn wir Schaden nehmen, nehmen die Gegner auch. Ich nehme die Onion. Und ja, ich nehme nochmal Magma. Die Feuerspur. Wer seid ihr? Oh Gott, die kacken Feuer. Oder die kacken so Laserkugeln. Und die halten aus. Das ist auch wieder so ein Problem. Die halten wieder aus.
Mehr Feuerspuren? Nee, mehr Laser. So, wir piercen einfach alle Gegner tot. Indem wir einfach in alle Richtungen feuern. Also haben wir Schaden genommen. Jetzt sind wir gerade unverwundbar, jetzt müssen wir es ausnutzen. Oh, 5000er Score haben wir gekriegt. Ich habe gerade ein Achievement dafür. Seht ihr nicht, aber ich habe es bekommen. Mehr Bomben. Okay, vielleicht ist es... Oh Gott, die... Nee, kommt mir hier nicht mit so Status-Effekten. Also mit so Status-Anhalte-Sachen. Gott, ich komme da nicht an... Oh Gott. Oh, ich habe gerade ein Schild. Ah, da ist mein Schild weg. Wir haben Schaden genommen. Eingefroren. Kuchen? Kein Kuchen. Yes. Ja, bomb die Viecher weg. Okay, es geht uns relativ gut. Wir nehmen mal das Schutzschild. Vielleicht bringt das was. Und wenn das so... Ist ja jetzt so ein Familiar wie bei Isaac. Mehr Laser. Jedes Mal, wenn ich einen Gegner berühre, will ich, dass ein Laser irgendwo hinschießt. Und das macht er jetzt auch, glaube ich. Ist Level 7 Maximum? Das wirkt gerade ein bisschen so. Ah, vielleicht nicht ganz. Nee. Ah, 8 ist Maximum. Okay. Das ist jetzt wahrscheinlich wirklich jedes Mal, wenn wir einen Gegner berühren. Dann wird gelasert. Naja, nicht immer, aber in vielen Fällen. Kann ja auch diese Dodge Roll, die irgendwie nicht so wirklich Sinn ergibt. Ich will Bomben auf Maximum haben. Ich hab gesagt, ich will Bomben auf Maximum. Für jeden Gegner eine Bombe. Oder 20. Aber die UFOs, die sind tatsächlich gar nicht so gefährlich, wie ich dachte. Die können nicht viel. Also. Aber da wäre wieder der Kuchen, aber den brauchen wir nicht. Was bist du? Fügt einen Slash-Schaden mehr zu, wenn du eine Welle ohne Schaden schaffst, aber verliert sich, wenn du Schaden nimmst. Nehmen wir. Komm, Sticky Bombs auf Maximum. Brauchen wir noch ein Herz und dann sind wir wieder fit. So, was nehmen wir denn als nächstes? Mehr Sägen? Mehr Sägen. Und wieder voll. So gut. Mehr Sägen oder längere Feuer? Nee, wir nehmen mehr Sägen. Wobei mehr Feuer, auch, also diese Feuerpfade auch gut sind. Oh. Habe ich zumindest das Gefühl, weil die halt unseren Grundschaden sozusagen erhöhen. Ja, nehmen wir die Sägeblätter fertig. Eigentlich gibt es am Ende einen Boss oder sowas? Oder endet das Spiel einfach irgendwann? Oder kriegt man einfach keine Upgrades mehr und kriegt dann nur noch auf die Schnauze? Was bist du denn? Oh, je höher die Combo ist, maximal 5 Stacks, machen wir einen Schaden mehr. Das ist gut, das nehmen wir. Und komm, dann nehmen wir jetzt Magma. Ich mag mal mehr Schaden machen.
mag nicht, dass die auf mich schießen. Lass das. Hört auf damit. Oder unten. Ach scheiße, jetzt hat er mich getroffen. Den habe ich nicht gesehen. Beziehungsweise ich habe ihn zu spät gesehen. Oh Gott. Habe ich schon mal gesagt, dass ich kein Fan von Bullet Hells bin? Alle tot? Alle tot. Leute, wir können uns gleich einen Charakter kaufen. Einfach nach dem Run hier. Bist du? 5 mehr Rerolls. Wir benutzen die gar nicht. Ja, nachdem wir Schaden genommen haben, sind wir länger unverwundbar. Finde ich gut. Und mehr von diesen Lava-Pfaden, die bleiben jetzt hoffentlich für immer. Wird zumindest passen. Okay, längere Unverwundbarkeit heißt nicht ewige Unverwundbarkeit. Und wir sind so dicht dran herauszufinden, ob es einen Boss gibt. Jetzt nicht sterben. Immer das Einfrieren. Scheiße. Ah, ich hab. Stimmt, ich habe ja einmal wiederbeleben und da haben wir Herzen gekriegt. Glück gehabt. Sägt sie alle durch. Alle. Scheiße, aber wir haben wieder ein Herz gekriegt. Ist mir auch egal, ob wir wirklich so viele Punkte kriegen. Ich will einfach nur sehen, ob es am Ende einen Boss gibt. Wenn wir alle Waffen haben. Wäre aber auch ein bisschen unfair, wenn jeder, also jeder Treffer freezen würde. Aber dieses Schild ist schon mit eins der besten Items. Ich hätte nur, glaube ich, noch nicht. Es droppen mehr Herzen. Ja, nehmen wir. Und mehr Freezer. Vor allen Dingen die Rerolls bringen es uns eh nicht mehr, weil wir können eh nichts anderes mehr bekommen. Ja, außer stimmt, diese Items, die am unteren Bildschirmrand sind. Aber da frage ich mich auch, ob es da überhaupt noch mehr gibt, weil jetzt ist unser Bildschirm voll. Oder fangen die dann Reihe 2 an? Vielleicht gibt es auch nur 50 Wellen. Oder 40. Weil jetzt wäre Welle... Ja, das ist der Boss. Jetzt hier so eine krumme Zahl. Ich hätte mir 50. Gott, aber... Ja, scheiße. Ja, der droppt natürlich keine Herzen, ne? Ah, da brauche ich die Dodge Roll, ich verstehe. Ja? Okay. Okay, und für so einen Boss lohnt sich natürlich auch Statuseffekt-Schaden. Also sowas wie anzünden oder so. Wie viel Leben hat denn der Kerl? Ich gehe hier kein Risiko ein gerade. Wir halten uns schön am Rand. Auf dem letzten Leben runter. Komm, jetzt beiß doch mal ins Gras, Kumpel. Scheiße. Oh, das ist ärgerlich, dass wir den Boss jetzt nicht geschafft haben. Ups, jetzt bin ich rausgetappt. Sorry.
Wollte ich nicht. Wollte eigentlich Zero kurz den Screenshot schicken. Oh, das ist ärgerlich. 800 Punkte. Mehr als 800 Punkte. Können wir uns davon jetzt einen Charakter leisten? Komm, wir nehmen gleich den letzten. Die Glasklinge. Macht mehr Schaden. Aber jeder Schaden, den man erhält, ist verdoppelt. Reflektiert Gegnerprojektile. Das ist irgendwie cool. Aber da braucht man viel Leben, glaube ich, für das Ding. Shooting Stars fand ich, glaube ich, ganz cool. Jetzt glaube ich auch der letzte Run, den ich mache. Ging ja jetzt lang genug. Oh, da gibt es mehr Herzen. Wir nehmen mehr Herzen, weil wir nehmen ja auch mehr Schaden. So. Ein Blitz, der auf Gegner springt, das hatten wir noch nicht. Der ist aber in Anbetracht des Bosses eigentlich dumm. Wir sollten uns da eigentlich auf den Boss vorbereiten. Ja, nehmen wir mehr davon. Obwohl ich die Bomben gar nicht schlecht fand. Gerade für den Boss. Aber ich glaube, das ist gut, um zum Boss zu kommen. Ja, das Einfrieren fand ich für den Boss auch nicht schlecht. Ja, ich nehme mehr von den Shooting Stars erstmal. Lasst es regnen. Tötet sie alle. Maximalleben reduzieren, auf jeden Fall. Und, weiß ich nicht. Von denen will ich eigentlich gar nichts im Anbetracht des Bosses. Das Stachelschwein hatten wir noch nicht. Okay, Gegner platzen und werden dann zu so Stacheln. Das ist für normale Gegner lustig, aber für einen Boss ist es nutzlos. Nehmen wir noch das Gift. Das ist immerhin Schadenserhöhung. Für einen Boss ist das, glaube ich, gut, aber wir sind schon tot. Okay. Das ist auf jeden Fall das Spiel. Wenn es Lust gemacht hat, das Ganze ist auf Steam erhältlich. Ich glaube, kostet 5er, wenn ihr es ohne Sale kauft. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieses kleine Quatschspiel. Und wir sehen uns dann zu einem anderen angezockt oder einem anderen Projekt hier auf dem Kanal. Also, bis zum nächsten Mal und viel Spaß, wenn ihr es selber spielt. Bei Cursor Blade. Euer Wolf.